This is Ruminan X, We Don't Want to Die in Hospital. C'est des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Wir sprechen über Patientenverfügung. Ich habe mir dazu Bier und ein Handbuch der Verbraucherzentrale besorgt, das Vorsorgehandbuch. Und bisher habe ich folgende Punkte vorgelesen und auch ein bisschen was dazu gesagt. Meine private Meinung: Es ging um 5 Gründe, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. Dann gab es die 7 Schritte zur Patientenverfügung, Gründe für eine Patientenverfügung. Wir haben darüber geredet, was passiert, oder ich habe darüber geredet, was passiert ohne eine Patientenverfügung. Und ich habe darüber gesprochen, wo es Rat und Hilfe gibt. Dazu gibt es auch einen Tipp. Sie können Ihren Hausarzt oder einen Facharzt, bei dem Sie in Behandlung sind, um ein Gespräch bitten. Eine Alternative ist ein Gespräch mit einem Facharzt für Palliativmedizin. Solche Ärzte sind darauf spezialisiert, Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten. Ich finde ja den Hausarzt und den Facharzt für Palliativmedizin gut. Meine Wahl wäre wahrscheinlich der Hausarzt. Bei dem Facharzt für Palliativmedizin kriegt man ganz sicher die volle Dröhnung. Ist bei meinem Thema, bei dem Thema nicht so meins. Es gibt auch auf den Seiten F3 bis F8, da werde ich sicherlich, nachdem ich den Teil hier abgehandelt habe, Fragen zu Ihrer persönlichen Vorstellung. Die Antwort auf diese Fragen würde ich nicht jedem mitteilen. Ich finde, das ist ein hochgradig privates Thema. Das muss nicht jeder wissen. Es gibt sowas wie ein Menschenrecht, aber es gibt das Menschenrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Menschen sind Individuen, die sich abgrenzen wollen. Und dazu erzählt man nicht immer alles. Und kein Mensch muss alles über einen wissen. So. Wir sind jetzt angekommen beim ersten Interview mit Bernd Bolze. Bernd Bolze ist der Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes in Berlin. Hospizdienste begleiten sterbende Menschen und beraten auch zur Patientenverfügung. So, unser Ziel ist, dass Menschen bis zum Lebensende zu Hause bleiben können. Viele Menschen wünschen sich das. Wenn zu Hause das richtige Umfeld hergestellt wird, das heißt, wenn es sauber ist, wenn man ausreichend mit Nahrung versorgt wird, wenn man regelmäßig Besuch bekommt, nicht einsam ist, ist das bestimmt auch für viele Menschen wünschenswert. Es gibt auch palliativmedizinische Zentren, die sehen ein bisschen anders aus als ein Krankenhaus. Da wird man auch bis zum Lebensende intensivpflegerisch betreut. So. Also, Herr Benno Bolze startet mit einem Statement des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Unser Ziel ist, dass Menschen bis zum Lebensende zu Hause bleiben können. Und Herrn Bolze werden 3 Fragen gestellt. Ich lese die Fragen vor und dann gibt Herr Bolze seine Antwort. Und zwischendurch trinke ich ein bisschen Bier.
Herr Bolze, ich kann in der Patientenverfügung festlegen, dass jegliche Zufuhr von Nahrung oder Flüssigkeit über Sonden oder Infusionen unterbleiben soll. Muss ich Angst haben, jämmerlich zu verhungern und zu verdursten? Benno Bolze, der antwortet jetzt. Wenn körperliche Aktivitäten aufgrund einer Erkrankung zurückgehen, benötigt der Körper nicht mehr so viel Nahrung. Nahrung und Flüssigkeit wird an den Bedarf angepasst. Das Gefühl von Durst entsteht vor allem im Mund. Wichtig ist, dass der Mund feucht gehalten und kontinuierlich und umfassend gepflegt wird. Dazu können zum Beispiel auch Eislutscher aus Zitronenlimonade verwendet werden. Was Herr Bolze da gesagt hat, stimmt wahrscheinlich sogar. Es ist keine Antwort auf die Frage. So, nächste Frage an Herrn Bolze. Stehen die Hospize allen Menschen am Lebensende offen? Benno Bolzes Antwort. Grundsätzlich ja. Wir haben weit über 200 stationäre Hospize in Deutschland. Wenn absehbar ist, dass die Lebenserwartung zum Beispiel aufgrund einer Tumorerkrankung begrenzt ist, ist es sinnvoll, den Kontakt zu einem Hospiz zu suchen. Dort kann man dann rechtzeitig alle Fragen besprechen und sich über das Angebot informieren. Zum Teil gibt es Wartezeiten bis zur Aufnahme. Auch deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Also, Hospize stehen allen Menschen offen. Auch da ist es wichtig, und ich verweise nochmal auf den Anfang dieses Heftes oder dieses Handbuchs, ist ja gebunden und nicht geheftet, also es ist ein Handbuch, 5 Gründe, die eigene Angelegenheit zu regeln, das gehört dazu, dass man sich informiert, wo man hin möchte und Kontakt dazu aufbaut. Ist immer besser, als wenn das andere entscheiden. Nächste Frage und letzte Frage an Herrn Bolze. Kann ich auch zu Hause Unterstützung bekommen? Benno Bolzes Antwort, das ist das Ziel der Hospizarbeit. Die meisten Menschen möchten bis zum Lebensende zu Hause bleiben. Es ist eine zentrale Aufgabe der Hospizdienste, dies zu ermöglichen. Unsere Mitarbeiter begleiten die Betroffenen und ihre Angehörigen zu Hause. Wir empfehlen zusätzlich zum Hausarzt noch einen Palliativmediziner einzubeziehen. Wichtig ist, dass er auch nachts und am Wochenende erreichbar ist, damit in möglichen Krisensituationen die Versorgung sichergestellt und eine Einweisung ins Krankenhaus vermieden werden kann. Erst wenn eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist, sollte eine Aufnahme in einem stationären Hospiz erfolgen. Also, das Ziel von Hospizarbeit ist, so wie ich Herrn Bolze verstehe, dass Menschen Unterstützung zu Hause bekommen und auch erstmal zu Hause bleiben, weil die meisten Menschen das möchten. Kenne ich aus meinem näheren Umfeld, glaube ich auch. Die Hospizdienste haben das als zentrale Aufgabe. Und es gibt eine Empfehlung, neben dem Hausarzt einen Palliativmediziner einzubeziehen. Das ist der am Anfang angesprochene Facharzt für Palliativmedizin. Und so wird dann sichergestellt, dass man auch am Wochenende und nachts ärztliche Hilfe bekommt. Das klingt gut.
wenn ich chronisch krank wäre oder abzusehen wäre, dass irgendwas passiert, ich würde mich, glaube ich, an diesen Verband wenden mit dem Hinweis auf das Interview im Handbuch, da im Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale und die einfach mal auf das ansprechen, was da steht. Es ist ein Verband, die werden einem sicherlich einen Verein nennen und da kann man ruhig dann mit diesem Interview hingehen und die sagen einem dann was dazu. Das ist immerhin der Geschäftsführer. Ja, das war's für diese Folge.